Kafka an unbekannter Menge. Verdacht auf schwere Alkoholvergiftung. Der 14-jährige Junge kommt zur Notversorgung auf die Kinderstation. Nicht der erste. Und auch ziemlich junge sind dabei. Also wir hatten schon 11-jährige Mädchen. Ich kann einfach mal erzählen. Ich sitze hier gerade zufällig auf der Bühne und zufällig stehen auch meine Gitarren neben mir und alles, was ich so benutze, während der Auftritte unserer Ensemble-Tour. Und ich glaube, ich zeige euch einfach mal, was ich hier denn so habe. Fange einfach mal bei den wichtigsten Dingen an, nämlich meinen Gitarren, die von der Firma Stanford Guitars kommen. Eine Stanford Big Bang Akustikgitarre. Einziges besondere Feature ist, dass eine Bariton-Akustik bedeutet längere Mensur, weil und natürlich tiefe Stimmung für eine Akustikgitarre, nämlich Standard C. Normale Akustikgitarren meistens sind Standard E. Genau. Das ist aber nur eine der beiden, denn ich spiele in zwei Stimmungen. Einmal in Standard C, einmal in Standard D. Und für Standard D ist dann die hier zuständig. Das ist eine Stanford Durango. Witzigerweise heißt sie genauso wie meine Cyan-Gitars Durango Omega, die mir der liebe Tom gebaut hat. Eine normale Akustikgitarre, also eine normale Mensur in Standard D und in einem wunderschönen Mattschwarz. Die ist echt wunderschöne Gitarre. Genau. Das Ganze läuft einfach nur über den Tuner hier, damit ich auch immer schön gestimmt bin. Chris. Ja, was denn? Ob du hier hin willst? Kammerorchester. Ja, wir sind ein Kammerorchester. Ja. Waren wir vor 2 Jahren auch schon. Ja. Ey, kannst du dich einfach ohne Ding filmen hier? Ohne Vorwarnung. So, ah. Bin ich schön genug. Eine kleine Besonderheit, denn ich bin ja hier so maßgeblich im 21. Jahrhundert groß geworden. Bin ja erst 12. Und auf diesem iPad habe ich alle meine Notizen für jeden einzelnen Song, den wir spielen. Ich kann nämlich keine Noten lesen, also nicht so wirklich. Ich habe mir dazu meine ganz eigenen Notizen gemacht. Bedeutet, vielleicht versteht das immer nur ich, wenn ich das euch zeige, aber ist ja egal. Was ihr hier seht, sind meine Notizen. Hier der Song Raining Stars, seht ihr da oben. Weil mir langweilig war, habe ich da auch was Schönes gemalt. Und dann hier eigentlich nur der Ablauf und welche Akkorde da gespielt werden oder irgendwelche anderen Notizen. Und so kann ich mich durch das ganze Set wischen und habe zu jedem Song hier The Love of God, habe zu jedem Song meine Notizen. Über meine Nase. Meine Nase ist groß, in Form von lang und hat auch innen drin sehr viel Volumen, sehr viel Platz für sehr viel Schnodder, der in häufigen, wenn gleich unregelmäßigen Abständen gerne entleert werden möchte. Ist das so gut? Ist das so? Ja. Schatten? Geil. Ich habe noch ein Mikro für euch. Das ist ein schwarzes Mikro. Ein CX
1.12b von der Firma Audix. Vielen Dank, Audix. Dieses Mikro hat mit mir zusammen und den beiden Gitarren hier hinter mir alle Albumaufnahmen, alle Akustik-Gitarrenaufnahmen für Swan Songs 2 bestritten. Und natürlich steht es auch bei uns mit auf der Bühne. Immer mehr Kinder und Jugendliche saufen sich ins Koma. Koma. Einer geht noch. Sehr gut. Was hast du denn alles getrunken? Wodka. Aha. Also wir hatten schon 11-jährige Mädchen. Koma. Einer geht noch.